Ich bin Völkerrechtlerin und Menschenrechtlerin. Völkerrecht geht es primär um die Beziehungen zwischen Staaten untereinander. Bei den Menschenrechten geht es darum, wie man möglichst effektiv die Rechte von Menschen innerhalb eines Staates schützt. Einerseits, wie wichtig Methoden anderer Wissenschaften auch für die Rechtswissenschaften und speziell für das Völkerrecht sind. Und andererseits die Bedeutung der Politik für das Recht und insbesondere für das Völkerrecht. Die Allwissenheit widerspricht der Wissenschaft und ich finde das Forschen und das Selbstentdecken sehr wichtig. Also würde ich gar keine Frage einer allwissenden Wissenschaftlerin stellen. Eine originelle Idee, von der man begeistert ist, Ausdauer in der Realisierung der Idee und eine gute Organisation des Gesamtprojekts. Ich wollte eigentlich immer Journalistin werden. Ich reise sehr gern. Eine Grundneugierde gegen neuen Forschungsgebieten, neuen Themengebieten und ich schreibe auch sehr gern. Es sollte eine Professur für internationalen Menschenrechtsschutz geben, aber nicht nur aus rechtswissenschaftlicher Perspektive, sondern auch aus Sicht anderer Disziplinen. Ich würde gern mit Hugo Grotius, das ist ein niederländischer Völkerrechtswissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, Probleme der Völkerrechtswissenschaft diskutieren, einfach aus der unterschiedlichen Perspektive. Die im 17. Jahrhundert, die Regeln des Völkerrechts im 17. Jahrhundert waren andere als heute. Mich würde die Gegenüberstellung interessieren. Beginnen sich zu streiten, ob die staatliche Souveränität oder der Menschenrechtsschutz und der Menschenrechte als Interesse der internationalen Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Wissenschaftlich setze ich mich für Menschenrechtsschutz ein, auch für Völkerrecht in internationalen Beziehungen. Und auf Basis der Uni oder im Rahmen der Uni setze ich mich für Karrieremöglichkeiten für junge Wissenschaftlerinnen ein. Nützt das Studium nicht nur, um fürs Studium zu lernen, sondern vor allem auch fürs Leben und möglichst viele Disziplinen euch anzusehen und möglichst viele ganz umfassende Erkenntnisse in jeglicher Hinsicht zu erwerben.